Istanbul, die ja im Land in der Türkei für die deutschen Unternehmer zur Verfügung steht. Also dauerhaft werden wir mehr türkische Unternehmer haben als deutsche. Trotzdem bemühen wir uns derzeit darum, dass wir diejenigen deutschen Unternehmen gewinnen, die einen starken Bezug haben in die Türkei. Und zum Beispiel das jüngste Mitglied, was wir gerade haben, ist die Messe Düsseldorf. Eines der prosperierenden Messeunternehmen in Deutschland, die auch an dem türkischen Markt ein zusätzliches Interesse haben, in unserer Kammer insofern eine erfolgbringende Partnerschaft gesehen haben. Und diese Mitglieder sind es, die wir in besonderer Weise gewinnen wollen, weil sie einerseits deutsch sind, aber eben eine ganz starke Affinität zum türkischen Markt nachweisen. Quasi eine Brückenfunktion haben. Mhm. Herr Dr. von Leoprechting, die TDIHK ist ja auf Initiative der deutschen und türkischen Wirtschaft im Jahr 2003 gegründet worden und hat sich als Kontakt- und Beratungsplattform etabliert. Mhm. Welche strategischen Ziele verfolgen Sie als neuer Präsident der TDIHK und welche Projekte stehen bei Ihnen noch auf der Agenda für das Jahr 2008? Also grundsätzlich stehe ich natürlich für Kontinuität. Das, was die Kammer unter dem früheren Präsidenten Herrn Schein gemacht hat, ist ja der richtige Weg gewesen. Und von daher setze ich meine Energie daran, diesen Weg fortzusetzen. Aber es ist schon so, dass wir sehen müssen, die wirtschaftliche Entwicklung ist dynamisch. Insbesondere die türkische Wirtschaft entwickelt sich dynamisch. Und deswegen müssen wir uns als Kammer dort anpassen. In Deutschland ist es auch so, dass wir feststellen müssen, dass sich Wirtschaftszweige in ihrer Bedeutung verändern. Wenn Sie die Gesundheitswirtschaft beispielsweise sehen, vor dem Hintergrund der demografischen Entwicklung in Deutschland, vor dem Hintergrund, dass die Menschen glücklicherweise in Deutschland immer älter werden, ist ein wachsender Markt, in dem viele türkischstämmige Unternehmen bereits tätig sind. Und insofern arbeite ich an einer Erweiterung der Themen, die TDIHK klassischerweise bearbeitet hat, also neben der Textilwirtschaft, neben Automotive, Gesundheitswirtschaft beispielsweise und durch die Gründung weiterer Arbeitsgruppen ist das der Weg, den ich anstrebe. Ein Ziel der TDIHK ist es ja, Kooperationen zwischen türkischen und deutschen Unternehmen zu fördern. Dr. von Leoprechting, in welchem Maß hat die TDIHK bis jetzt ihr Ziel erreicht? Naja, ich bin ein Mensch, der nie zufrieden ist mit dem, was man erreicht hat. Von daher möchte ich auch sagen, an dem Punkt ist es weiter der Mühe wert, dass wir unsere Anstrengungen konzentrieren. Aber ich glaube, dass wir in besonderer Weise auch im Bereich der mittelständischen Unternehmer eine ganz gute Brückenfunktion bereits wahrnehmen, dass wir durch Regionalreisen auch zunehmend in den türkischen Regionen deutlich machen, dass wir für die türkischen Unternehmen, die in dem deutschen Markt eine Wachstumsperspektive sehen, ein guter Ansprechpartner sind, Dienstleistungen erbringen können, damit vermeidbare Fehler nicht gemacht werden. Diese Kooperationen laufen gut. Wir haben gerade eine Regionalreise der Wirtschaftsförderung Köln begleitet und haben auch als Feedback ein großes Maß an Zufriedenheit übermittelt bekommen. Die Initiativen der türkischen Geschäftsleute spielen ja bei den Handelsbeziehungen zwischen der Türkei und Deutschland eine bedeutende Rolle. Ja. Aber bei der Visabestimmungen für den EU-Raum, die engen ja sozusagen den Wirkungskreis dieser Geschäftsleute. Sie hatten ja diesbezüglich auch zwischenzeitlich unter anderem Gespräche mit der deutschen Botschaft in Istanbul geführt. Herr Dr. von Leoprechting, was ist seitdem passiert? Also zunächst mal muss man ehrlicherweise bekennen, dass wir dieses Problem nicht dem Grunde nach lösen können. Wir streiten hier weiterhin einerseits der Anspruch auf Reisefreiheit aus der Sicht der Türkei mit den Sicherheitsinteressen, die Staaten des Schengen-Raumes für sich in Anspruch nehmen. Und da es bis heute leider nicht gelungen ist, ein sogenanntes Privilegierungsabkommen zu schließen zwischen beiden Ländern, weil es hier Probleme gibt mit der Verpflichtung,
zurückkehrende Staatsbürger dann auch einreisen zu lassen, kommen wir an dem Punkt nicht wirklich weiter. Deswegen konzentrieren wir uns im Moment, wie in den letzten Monaten, darauf, in kontinuierlichen Gesprächen mit den Visastellen in der Türkei, das ist natürlich insbesondere das Generalkonsulat in Istanbul, in einem permanenten Dialog dafür zu sorgen, dass wir die Abwicklung der Visaabteilung verbessern. Und ich kann zumindest, ja, beschleunigen, ein Stück von Bürokratie befreien. Jedenfalls in dem Maße, in dem das möglich ist. Und ich kann zumindest feststellen, dass wir seit Herbst des letzten Jahres weniger Beschwerden aus unseren Mitgliederunternehmen bekommen, dass sie bei der Visaerteilung jedenfalls in überflüssiger, unakzeptabler Weise benachteiligt worden sind. Insbesondere der neue Generalkonsul in Istanbul, Herr von Kummer, hat sich viel Mühe gegeben, die Abläufe im Konsulat in Istanbul so zu verbessern, die Anzahl der Mitarbeiter in der Visastelle so zu erhöhen, dass es jedenfalls schneller geht. Trotzdem bleibt es ein Problem, dass mindestens bei der Ersterteilung eines Visums der Antragsteller persönlich kommen muss, was natürlich bei der Größe des Landes Türkei ein echtes Problem ist und auch ein Problem bleiben wird. Deswegen glauben wir, dass kurzfristig eine weitere Erleichterung nur zu erzielen ist, indem mehr Antragsteller den sogenannten bona fide Status bekommen. Das heißt, nachgewiesen sind als Geschäftsleute, die permanent häufig in die Schengen-Staaten reisen, Pendler, insbesondere nach quasi die Pendler. Sodass vor dem Hintergrund der Anerkennung als bona fide Antragsteller man ein längerfristiges Visum bekommt, was dann eben für beide Teile ein Vorteil ist. Das heißt, in den Generalkonsulaten fällt weniger Arbeit an, weil die Antragsteller nicht mehr so häufig kommen und die Reisenden haben eben einen längeren Zeitraum, innerhalb dessen sie nach Deutschland reisen können. Also der Regelfall soll sein bei diesen Antragstellern, dass sie ein Visum für ein Jahr bekommen. Aber es gibt einen Zeitraum bis zu 5 Jahren und wir arbeiten daran, dass wir über einen Informationsaustausch, dass wir über die Bestätigung von langjährigen Geschäftskontakten dafür sorgen, dass eben die Visadauer größer wird. Die Türkei hat ja mit durchschnittlich rund 7% in den vergangenen 4 Jahren ein beachtliches Wirtschaftswachstum. Herr Dr. von Leoprechting, in welchen Branchen sehen Sie besonderes Wachstumspotenzial für die Zukunft der Türkei und wie können vor allem deutsche Unternehmen davon profitieren? Also es gibt neben der klassischen Textilwirtschaft und auch der Automobilindustrie sicherlich insbesondere Maschinenbau und der Bereich Elektrotechnik, Elektronik, der besonders schnell sich entwickelt. Für mich ist nach wie vor das beste Beispiel die Hannover Messe des letzten Jahres, bei der ja die Türkei Partnerland gewesen ist und wo sich viele Besucher der Hannover Messe anschließend wirklich die Augen gerieben haben über den technischen Standard, aber insbesondere auch über die Qualität der Produkte, die die Türkei dort ausgestellt hat. Und vor dem Hintergrund gehe ich davon aus, dass sich gerade in dem Bereich es deutlich weiterentwickeln wird. Aber der gesamte Bereich auch der Medizintechnik, der Umwelttechnik sind sicherlich Bereiche, die sich in besonderer Weise in der Türkei in den nächsten Jahren überproportional schnell entwickeln werden. Also in welchen Branchen lohnt es sich auf jeden Fall zu investieren? Haben Sie vielleicht einen Tipp für unsere Zuschauer? Ach naja, ich sehe mich da jetzt nicht als der große Ratgeber, weil letztlich muss jeder...